noch 30 Jahre. Ich habe das von meinem Vater übernommen, der, wo der älter war, ich hatte ja keinen Server, hat er alles so gut gesehen und so weiter. Und ja gut, dann habe ich das halt als übernommen und seitdem mache ich das. Ich habe ja, wo ich im Geschäft war, habe ich nicht so viel Zeit gehabt, immer meistens Samstag, Sonntag, so wenn ich. Und da habe ich eigentlich bloß 4-5 Felgen gemacht. Und jetzt habe ich, seit ich daheim bin, habe ich einen Stock auf 10 Felgen oder so. Ja, mal 12 und noch mal ein paar Ableger. Und, aber mir macht es eigentlich Spaß. Und ich meine, wenn ich mal eine Stich, das ist nicht so tragisch, mir macht das nicht viel aus. Aber manche mögen das halt nicht. Ey. Bienen, da weiche ich es immer groß aus. Aber ich sage ja, mir macht es Spaß. Und ist halt auch für die Natur und so weiter, das ist einfach wichtig, weil heute ist ja in Deutschland wird ja nur 20% vom Honig produziert, wo verbraucht wird. Und Bienen bestäuben halt die ganze Schreibspieße und so weiter. Obst bis 80% ist, den Bienen bestäuben. Und wenn die halt nämlich da sind, also in der Umwelt, ist das wahrscheinlich schlecht. Also da wird gesehen. Und dann versuchen wir ja auch über den Bienenverein, dass wir Junge im Grunde so weiter kriegen oder dass die Junge wieder weitermachen oder irgendwann oder Englisch oder was. Liederhonig gibt es fast, also jedes Jahr ein wenig einen. Der wird ja dann über den Bienenverein. Da hat man ja Gläser und so und da ist man ja Mitglied. Und ja, den muss man halt, da hat man auch seine Kundschaft praktisch, wo man veräußert und praktisch. Das ist halt von ihm verschieden, da hat jeder sein Ding und eine Verwandtschaft und so weiter. Und also, ich habe eigentlich keine Probleme und so habe ich auch nicht. Ne? Und ich meine, der Waldhonig ist halt schon begehrter, sagen wir mal. Obwohl der Blütenhonig gesünder ist wie der Waldhonig, kann man sagen. Also laut Ding, weil da halt mehrere Blüten in einem Ding sind. Ne? Aber so ist halt der Trend momentan. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen, weil ja. Das ist einfach irgendwie, ist das schon schwierig. Das ist, also muss schon Wissen haben und muss schon wegen Erfahrung haben. Doch das haben wir auch immer gestanden, ist da jedes Mal einmal. Sind wir immer so 20, 25. Und was der eine nicht weiß, weiß der andere. Da kannst du immer wieder was lernen, wenn du schon alt bist. Das ist aber nicht glauben. Ja, ich hab's so gemacht und ich hab's so gemacht. Probier's halt auch. Weil das ist ja nicht jedes Jahr gleich. Mit den Bienen, das kommt das Wetter an. Das ist schlechter. Schlechtes Frühjahr oder irgendwas, ein gutes Frühjahr, das ist jedes Jahr anders, sagen wir mal.